Denn viele Mitarbeiter wechseln für Geld, aber sie bleiben dann im Unternehmen aufgrund der Unternehmenskultur und den Karrieremöglichkeiten. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es darum, wie Sie es schaffen können, Ihre Mitarbeiter besser zu binden und auch schon direkt von Anfang an, schon im Bewerbungsgespräch, vielleicht sogar schon in der Recruiting-Anzeige, Karrieremöglichkeiten für die Mitarbeiter sichtbar zu machen. Mein Name ist Maximilian Krüger, ich bin Geschäftsführer der Krüger Consulting GmbH und wir durften mittlerweile über 200 Unternehmen dabei unterstützen, ihre Fluktuationsrate zu verringern und Stellen so zu besetzen, dass man auch die Fehleinstellung vermeidet und langfristige Mitarbeiter gewinnen konnte. Und dabei habe ich sehr, sehr häufig gesehen, dass es oftmals vielen Unternehmern oder auch Personalverantwortlichen an ein bisschen Kreativität gefehlt hat, wie man eigentlich einem Bewerber schon im Einstellungsgespräch klar machen kann, dass die Reise nicht bei dem Job aufhört, für den man sich gerade beworben hat. Und dabei habe ich ein Leitmotiv. Natürlich gibt es viele Wechselgründe, aber letztendlich wechseln die Bewerber hauptsächlich für eine bessere Bezahlung, bleiben aber bei Ihnen im Unternehmen aufgrund der Unternehmenskultur und aufgrund der Karriereperspektiven, die Sie bieten. Und deshalb ist auch gerade, wenn Sie ein marktübliches Gehalt zahlen, auch vielleicht nicht unbedingt jetzt dort überragend gegenüber den Mitarbeitern hervorstechen, sondern einfach auf einem Level sind. Deshalb ist es besonders wichtig, um erstens wirklich A-Mitarbeiter davon zu überzeugen, bei Ihnen den Job anzutreten, diese langfristig zu binden, aber diese überhaupt auch erstmal zu gewinnen im ersten Schritt. Sehr wichtig, schon im Recruiting-Prozess die nächsten Schritte vorzustellen. Und dabei kann man ein ganz konkretes Beispiel machen. Und zwar nehme ich mal als Beispiel hier den Architekten oder Ingenieur. In einem klassischen Ingenieurbüro bringt ein qualifizierter Ingenieur oder Architekt in der Regel einen Gewinn von 20.000 bis 40.000 Euro mit sich. Die Zahlen habe ich schon von einigen unserer Kunden mitbekommen, aber die findet man natürlich auch ganz transparent online. Das bedeutet, wenn jetzt ein Ingenieur bei Ihnen im Gespräch sitzt und Sie bieten ihm ein gewisses Einstiegsgehalt, Sie führen ihn aber auch transparent dahin mit, was Sie eigentlich von ihm erwarten, dann können Sie ihm natürlich auch aufzeigen, dass wenn vielleicht diese Individualperson dafür verantwortlich ist, dass sie einen Pro-Kopf-Gewinn von 40 oder 50 oder 60.000 Euro generiert, dann können Sie demjenigen natürlich auch hier entsprechend einen Gehaltssprung versprechen und ihm hier so transparent aufzeigen, was man bei Ihnen im Unternehmen tun muss, wie viele Projekte man vielleicht verwalten muss, in welcher Verantwortlichkeit, wie viele Mitarbeiter führen oder wie effizient arbeiten, damit dann die nächsten Karriereschritte möglich sind. Und das ist etwas, das machen die wenigsten Arbeitgeber erst recht an diesem Zeitpunkt. Oftmals fühlt sich eine Beförderung oder Gehaltserhöhung irgendwie willkürlich an. Und das ist auch ein Grund, wieso wahrscheinlich viele Bewerber bei Ihnen in den Gesprächen sitzen, weil die sich vielleicht sagen, naja, der eine hat dort auf einmal eine Gehaltserhöhung bekommen oder ist für einen ganz anderen Verdienst eingestiegen. Und ich habe mich jetzt gar nicht dabei so berücksichtigt gefühlt, obwohl ich schon länger im Unternehmen bin. Aber die Dauer, die Haltedauer, wie lange man einen Mitarbeiter schon beschäftigt, ist ja nicht ausschlaggebend dafür, ob die Person jetzt die nächste Karrierestufe überhaupt sich erarbeitet hat und ob die Person eine Gehaltserhöhung bekommen würde. Und deshalb sollten Sie sich einmal, bevor Sie die Stelle das nächste Mal besetzen möchten, überhaupt einmal im Klaren werden, wann haben wir in der Vergangenheit welchem Mitarbeiter welche Gehaltserhöhung geboten oder welche nächste Karrierestufe und was waren gute Gehaltserhöhungen, welche waren weniger gut und wie kann man das vielleicht verallgemeinern? Als Beispiel, ich habe es vorhin beim Ingenieur angesprochen, man könnte hier natürlich auch sagen, wenn ein Linienführer dafür sorgt, dass die Produktivität der Linie um 10% gesteigert wird, dann bekommt der Linienführer vielleicht entsprechenden Boni oder eine entsprechende Gehaltserhöhung oder vielleicht dann auch einzelne Teammitglieder von ihm, weil die natürlich auch mit dazugehören, beziehungsweise dann in dem Szenario wäre es das ganze Team, weil ansonsten schafft man ja wieder diese Ungleichheiten und an der Linie ist es natürlich schwer möglich, da orientiert man sich ja immer an dem Mitarbeiter, der da gegebenenfalls am langsamsten arbeitet, sodass die Schnellsten da natürlich eventuell gar nicht so sehr berücksichtigt werden, aber dann natürlich den Auftrag haben, die anderen mitzureißen. Und auch hier muss man natürlich wieder ganz klar aufpassen, weil wenn Sie zwei Top-Performer in dem Team haben und Sie haben zwei Mitarbeiter, die einfach nur mitgerissen werden, dann werden die richtig guten Mitarbeiter, wenn man ihnen hier nicht entsprechend die nächste Karrierestufe anbietet oder wenn man ihnen nicht aufzeigt, wie
wichtig ist für die eigene Entwicklung, ist, sie mitzureißen oder gegebenenfalls die anderen beiden Mitarbeiter ersetzt, dann werden sie diese Top-Mitarbeiter verlassen. Das heißt, sie müssen hier natürlich darauf achten, dass niemand mitgeschliffen wird, weil das wäre das Schädlichste für diese Unternehmenskultur. Und ich zeige Ihnen einmal am Beispiel von der Krüger Consulting GmbH auf, was wir eigentlich machen, um die Karrieremöglichkeiten bei uns klar und verständlich für jeden greifbar zu machen und wie wir es dadurch schaffen, auch eine Unternehmenskultur zu bilden, die auch dafür sorgt, dass jeder gerne an einem Strang zieht. Auf der einen Seite kreieren wir gemeinsame Zusammenkünfte. Das muss nicht immer im ganzen Team sein, das kann auch manchmal abteilungsspezifisch sein, aber wir kreieren Teamabende, wir kreieren Teamreisen, wir sorgen dafür, dass vielleicht ein Messebesuch ein Erlebnis für alle wird und sorgen so dafür, dass die Person privat zusammenschweißt. Das sorgt dafür, dass man natürlich viel eher auch mal schaut, wen kann ich vielleicht mal motivieren, intensiver mitzuarbeiten oder irgendwo mitgerissen zu werden, ohne dass es jetzt direkt die Führungskraft oder ich als Geschäftsführer tun muss. Außerdem verstehen natürlich so auch alle den Zweck der Unternehmung und sind auch daran interessiert, dass das Unternehmen weiterentwickelt wird. Denn mit der Weiterentwicklung wird jedem Mitarbeiter bei der Einstellung oder spätestens bei regelmäßigen Mitarbeitergesprächen, die wir übrigens einmal im Monat durchführen, um einfach innerhalb von 10, 15 Minuten zu schauen, was lief gut im letzten Monat, was kann man vielleicht optimieren, was können wir auch als Arbeitgeber optimieren, sodass man hier die absolute Klarheit darüber hat, wann der nächste Karriereschritt da ist. Und dabei ist es natürlich auch wichtig, jemanden transparent mitzunehmen, welcher Bereich sich vielleicht gerade extrem gut trägt, welcher sich weniger gut trägt, wie man das ausbauen kann und wie man dafür sorgen kann, dass jeder im Einzelnen dafür sorgt, dass die Gesamtheit produktiver wird und dann natürlich aber auch die einzelnen Personen, die dafür sorgen, entsprechend belohnt werden durch mehr Verantwortung, gewisse Gehaltserhöhungen oder andere Möglichkeiten, die man natürlich auch hat, um einen Mitarbeiter zu incentivieren, um einfach diesen Mitarbeitern auch die Wertschätzung zu liefern. Und Wertschätzung funktioniert natürlich auf vielen Ebenen. Einmal auf der rein monetären und den ganzen Randthemen, die ich gerade angesprochen habe, aber dann natürlich auf einer emotionalen Ebene. Also wenn man jemand natürlich aufzeigen kann, was er getan hat und dafür entsprechend die Wertschätzung auch vor dem Team liefert, dann kann das für manche natürlich ein genauso wichtiger Grund sein, wieso man im Unternehmen bleibt und wieso man überhaupt die Reise mit dem Unternehmen gehen möchte und vielleicht 5 oder 10 oder 20% mehr Liebe und Fleiß da rein investiert, alles weiterzuentwickeln, als vielleicht jemand anderes. Da wir natürlich technische Fachkräfte rekrutieren und wir alle wissen, dass sie natürlich in einem Gespräch relativ schnell auch die Frage darüber stellen, was die Verdienstmöglichkeiten sind, was nicht verwerflich ist, denn in vielen Bereichen ist es nun mal auch manchmal ein harter Job, bin ich jetzt in diesem Video natürlich stärker auf das Monetäre eingegangen. Und wenn auch Sie wissen möchten, wie man in den Recruiting-Anzeigen oder auch im Bewerbungsprozess genau solche Karrieremöglichkeiten transparent darstellen kann und vielleicht sogar schon über das Marketing kommunizieren kann, dann melden Sie sich einfach über die Homepage bei uns. In so einer kostenfreien Potenzialanalyse können wir uns einmal anschauen, welche Dinge können und wollen Sie auch nach außen tragen, welche Dinge empfehlen wir vielleicht dann auch nochmal zu definieren und zu entwickeln. Und wenn wir natürlich sehen, das Ganze passt zusammen, Sie sind auch gerade an einem Stadium, wo es letztendlich nur noch daran hapert, dass mehr Personen davon wissen, dass sie suchen und über die Marketingkanäle überzeugt werden müssen, dann können wir Sie natürlich auch dabei unterstützen, entsprechend diese Reichweite zu generieren und mehr Einstellungen zu erhalten. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ich freue mich drauf und bis dahin. Ciao.